Hallo. Hallo. Hallo? Hallo. Wer ist da? Schönen guten Tag. Mein Name ist Theo Löwe. Ich hätte gern mit Herrn Rakesh Dalsim gesprochen. Ja, der ist am Telefon. Wer sind Sie, Herr Löwe? Hallo. Ja, Theo Löwe von der Vermittlungsgesellschaft für Sonderaktion. Ja. Der Grund meines Anrufes ist, dass wir eine Sonderverlosung gestartet haben, wobei Sie ausgelost worden sind. Oh. Und somit haben Sie Gewinne erzielt, Herr Dalsim, und zwar zwei Reisen in Höhe von 796 € Oh. plus ein Mindestgeschenk in Höhe von 500 € Wirklich? und das möchte ich, ja, und das möchte ich Ihnen gerne zusenden, Oh ja? Mann, das ist ja, das, wo habe ich das gewonnen? Was ist das gewesen? Das Ganze kommt über diverse Veranstaltungen von Großunternehmen zustande, bei welchen Sie sich mal beteiligt haben. Ah, ist das, Denn sobald weil ich habe, ja? bei das Ja. Premium-Programm von YouTube mitgemacht. Ist das davon gekommen? Von YouTube haben Sie gemacht. I don't know. Ist nicht möglich? Auf jeden No. Okay. Noch, doch, natürlich, kann gut sein. Ach Ich so. weiß es nicht, Ja, Herr weil Dalsim. da hat es mal so Treuebonus gegeben. Sag, wenn du Video und angucken und Abo und so, und dann kann man sowas bekommen. Vielleicht ist es das ja gewesen. Aber ist ja egal. Ach so, ja gut. Und wohin kann ich So, das? lieber Herr Ja. Dalsim. Ja, bitte, ich wollte Sie nicht Unterbrechung machen. Innerhalb von 2 bis 3 Werktagen Ja? bekommen Sie von uns eine viertägige Flugreise nach Paris Oh. und eine viertägige Flugreise nach Norditalien, Gardasee, Zu Gardasee? Oh. jeweils für 2 Personen mit einer unbefristeten Gültigkeit, Herr Dalsim. Also kann ich da Ja, die beiden bleiben? Reisen auch, Kann ich dann da natürlich. bleiben, solange ich möchte, wenn das Unbefristung? Nein, die sind unbefristet gültig, Okay. aber für 4 Tage. Ach Das so. heißt also, Sie können verreisen, wann Sie wollen. Die Reisen selbst sind unbefristet gültig, Herr Dalsim. Also jetzt habe ich das verstanden. Okay. Und Genau. wann wird das Stattfindung machen? Wann muss man das Antretung machen? Wann Sie was machen müssen? Den Reise, wann muss ich das machen? Die sind, wie gesagt, unbefristet gültig. Sie können sich einen Zeitpunkt aussuchen. Also kann man das selber machen? Natürlich kann man das selber machen. Es Oh, gibt sehr gut. 10 Termine pro Jahr, lieber Herr Dalsim. 10 Terminen, das ist sehr gut. Da kann man sich das Denke dann ich mir auch. auswählen. Gut sprechen kannst du aber. So, Wie bitte? dann mache ich jetzt die Bearbeitung soweit fertig, damit ich Ihnen das alles zuschicken kann. Ja, Sie bitte. wohnen immer noch in der Hauptstraße 71 in Ziegendorf Ja, und sind richtig. geboren am 19.09.79, ja? Ja, das ist richtig. Gut, Ihren Preis im Wert von mindestens 500 €. Auf welche Bankverbindung hätten Sie den gern, beziehungsweise mit welcher Bank arbeiten Sie zusammen? Das ist Postbank. Welche Bankleitzahl hätte die? Oh mein Gott, das ist von Dresden. Dresden. Ja, Dresden. Und wie ist Ja, das? also Berlin, ne? Und wo wird das Reise? Wo wird das anfangen? Ist das Hamburg? Ist das Berlin? Ist das Stuttgart? Wo muss man da hingehen, zu fliegen? Dann von Ihrer Heimatstadt aus zum Flughafen gebracht, ja? Die werde das so ein Shuttle-Service Pickup-Truck machen. I think so. Ja? Warum Sie Englisch reden? Sollen mir auf Englisch machen? Nein, Sie haben ja gesagt, Service Pickup Truck machen und ich Ja, habe dann das die ist Antwort das. dazu gegeben. Wie Das heißt war ja auch. das? Ja, wie heißt das bei Deutschen, dass wenn die das Transport machen bei zu Hause? Also ein Servicewagen, ne? Oder? Servicewagen. Servicebus oder Ah, okay. So halt Service. Shuttle. Ja, ich weiß nicht, wie das heutzutage heißt. Und das Ich bin schon ein kommt. bisschen älter, lieber Herr Dalsim. Das kann sein, Ach dass so. es da jetzt neue Ausdrücke für gibt.�////
Ach Ja. so, weil das kommt dann bei uns zu Hause und dann kann das Luggage und das Gepäck Hause nicht, reinmachen. also Sie müssen, nein, Sie fahren von Ihrer Stadt aus, halt von dem nächsten Ort, der Ihnen vorgegeben wird, zum Flughafen, ja? Ja. Und vom Flughafen natürlich mit dem Flugzeug rüber und können da 4 Tage bleiben. Sehr Jetzt gut. mal lange Rede, kurzer Sinn. Ist da auch Machen wir das weiter. ist da auch Hotel mit Ja. drinnen oder ist das nur das Flugzeugen? Und ich sagte, Ihr Hotel ist mit drin. Ist das Ne, 3 Tage. all inclusive oder muss man das Alkoholik selber kaufen? All inclusive, also Oh mein Gott. es gibt Frühstück, aber Abendessen und natürlich eigene Wünsche, die müssen Sie sich natürlich selbst finanzieren. Ja, das ist dann ja aber nicht all inclusive, weil all inclusive heißt ja, das ist alles drinnen und kannst du machen, was du willst. So ungefähr, ne? Ach so, ja, das Ja, ist sehr gut. aber nur der Frühstück ist mit inbegriffen. Flug, Und ja. Rückflug, Hinfahrt zum Flughafen ist alles mit dabei, lieber Herr Ja, und Dahlsen, ja? wie ist das jetzt gewesen? Muss ich jetzt aussuchen, will ich nach Paris oder Italien oder ist das beides? Beides. Oh mein Gott. Und kann man auch, statt dass wir 8 Tage nach Italien fahren, ist das in Ordnung? Das weiß ich nicht. Können Sie Glaube ich da, nicht, weil das sind ja 2 voneinander unabhängige Reisen. können Sie da bitte einmal fragen? Ist der gleiche Reiseunternehmer? Sie Ja, können das dann ja dann mitklären, wenn Sie da anrufen können und sich mit Sie, denen in Kontakt setzen, ja. um halt die Reisen anzutreten oder sich zu informieren. Da Ja. können Sie das dann alles regeln Wie mit. heißt denn das Reisemanagement? Wie ist das Firma? Die Firma, Ja. Ist das also TUI? die Firma, die heißt die Fluggesellschaft heißt Express Tours. Express Tours? Okay. Da kann ich danach mal anfragen. Gut, so jetzt kommen wir dazu. Das war die Postbank Berlin und die Kontonummer lautet wie? Das ist den 163 Ja. 9 Agde 1 Ja. 89 Ja. 325. 325. Ja. Und das war dann Ja. die Postbank Berlin, ja? Nee. Nee. Dresden. Postbank Dresden. Ja. Welche Bankleitzahl hätte die? Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Also Postbank Dresden gibt es gar nicht. Da werde ich aber das, da haben wir das Konto aufmachen. Weil wir haben da mal bei Dresden, als wir sind gekommen von Indien, da haben wir bei Dresden gewonnen und da ist das Konto Eröffnung machen. Also die Kontonummer ist ungültig. Können Sie mir die Kontonummer noch mal durchsagen? Ja, das ist 163. Ja. 9 Akte 1. Ja. Akte 9. Ja. 325. Ach so, nur 5 hat da gefehlt. Ach so. Nee, das kann auch nicht sein. Warum? Eine 5 passt da nicht mehr hin. Ja, aber Also lieber Herr Dahlsen. das muss da ja mit dabei kommen, sonst werde ich das hier nicht kriegen. Also, lieber Herr Dahlsen, wie gesagt, Ja. das Hallo? wäre wie? Ja? Hallo? Hallo? Ja. Was Die wollten Sie sagen? Kontonummer ist irgendwas falsch bei. Die ist zu lang. Das kann nicht sein. Können Sie noch mal Also vorlesen? 163 Ja? 981 8932. Nee, 5. das zweite 8, das muss man weglassen. Das ist nicht in Ordnung. Ach so. 1639819325, ja? Ja, richtig. Okay. Ja. Und wie lange musst du heute arbeiten? Das ist auch nicht richtig. Wir müssen heute lange arbeiten. Ja, wie lange Aber, denn? ja, ziemlich, also
Bis 8, ne? Und wie viele Leute haben das gewonnen? Also, das haben einige gewonnen, aber sie sind einer unter den 5 Gewinnern, die den 500 Euro Mindestgewinn bekommen. Und allerdings müssen wir die Kontonummer nochmal abgleichen, lieber Herr Dahlsen. Und wie viel habe denn andere, wie viel habe denn andere gewonnen? Ist das dann mehr oder weniger? Wie jetzt? Ja, du hast ja gesagt Mindestgewinn. Habe den anderen mehr bekommen oder weniger? Mindestgewinn bedeutet, ich hatte Ihnen das ja gerade auch erklärt, dass Sie entweder 500 Euro in bar bekommen oder einen Hotelcheck im Wert von 600 Euro. Ja, dann will ich doch die Scheck haben. Das ist doch viel mehr wert. Kann ich den Scheck also, bitte bekommen? Nee, also ich meine, Herr Dahlsen. Ja? Die Kontonummer, die war wieder verkehrt. Können Sie mir die nochmal angeben? Ja, kannst du mir dann einfach die Scheck schicken, weil da brauchst du das Konto ja nicht. Nee, das wird nicht gehen, lieber Herr Dahlsen. Ne? Aber du hast doch gesagt, man kann das aussuchen. Nee, also aussuchen kann man sich das nicht. Das ach ist so. Ja entscheidend aufgrund einer Gewinnausschüttung. Würde man das... Ja, hallo? Wenn man würde das auf Wunsch gehen, würde, ja. Das, würde ich Ihnen natürlich so auch regeln. Aber no. Das ist ja eine Gewinnausschüttung, die sich dann noch im Nachhinein feststellen wird, Herr Dahlsen. Ja, das ist Ballsack Potato, sehr gut. So, wie machen wir das denn jetzt? Weiß nicht. Was ist das denn bei euch, was muss man bei eurer Arbeit, ja? Ja. Was muss man da für Schulabschluss haben? Oh, ich weiß nicht. Ich hab einen Grundschulabschluss oder so. Hast du? Ja, merkt man das? Ja, so hörst du dich nämlich auch an, weil du hast gar nicht gemerkt, ich habe dir deine eigene Telefonnummer als Kontonummer gegeben. Du hast es gar nicht gemerkt. Meine Telefonnummer? Und ja, ich habe dir deine Telefonnummer, als Kontonummer gegeben. Also, du bist auch ein Schlaumeier, du. Nee, woher du bist, soll ich meine Telefonnummer? Woher soll ich meine Telefonnummer wissen? Woher soll ich wissen, wann ich geboren bin? Allahu Akbar. Ja. Ja. Und wie viel? Und glauben die Leute das, den Verarsche? Glauben die das, die Leute? Das ist keine Verarsche, lieber Herr Dahlsen. Ja, sag mal, wie viele Leute machen das am Tag? Diese Aktion. Ja, wie viele Leute kaufe, wie viele Leute gebe Kontonummer am Tag? Am Tag also so multipliziert einige hundert. Ja? Ja. Und ja. Kannst du mir Adresse geben von Callcenter? No. Ja, that's doch. Impossible. Oh, but why? But why do you try to talk in English, Mother Yucker? You cannot do it. I'm not a Mother Yucker, but... Yes, you are. You're the scamming mother asshole. Can I talk to manager, please? Can you give me the manager? No. But why? Why? He's pregnant. He's not at stage. The manager is he and he's pregnant. Oh my God, we should call Bild-Zeitung. Yeah. Yes, I got you. Do you do cocksucking? $5? No, interested. Do you want banana? Yes. I can give you. Give me the banana. Do you want to buy Ziege? Ziege? Oder Kamele? Weil ich glaube, du magst eher den Kamele. That's right, but they are too tall for me. They're too That's tall. Why I need... You can get a ladder. You can climb it. You can do it, Mother Jacket. Ja, gib mir mal deinen Kumpel. So, no, jetzt one question. You asked me about $1 and cocksucking. Nee, $5. Sucky, $5. Sucky, $5. Okay, I give you $15. 15? Oh so my do God. Do you want to do it at me? Yes, where will we meet up? Where can I come in? Oh, hat aufgelegt. Hat Rückzieher machen. Ich habe gewonnen. Nummer der Jacke, $5.